Jo Leute, was geht? David hier mit einem neuen Tutorial für euch und zwar total übermotiviert, weil ich war echt ein bisschen überrascht bei meinem letzten Video. Hätte ich gedacht, hey, jetzt lade ich es wieder hoch und zack, 10 D-Abos oder 10 Dislikes. Aber nee, ihr habt mich echt ja, positiv überrascht. Also gut, von den Views mal abgesehen davon, aber ansonsten habe ich keine Miese gemacht. Also es war schon mal echt gut und die Kommentare waren echt positiv. Also deswegen hatte ich mir gedacht, ich zeige euch wieder ein neues Tutorial hier. Und zwar, da ich in der Vergangenheit öfter mal so Produktmodelle gemacht habe oder halt öfter mal Lichtschwerter, weil ich bin ja total der Star Wars Lichtschwert-Fetischist. Hatte ich mir überlegt, ich mache irgendwie mal so ein Ständer oder sowas, so ein Display, um das halt auszustellen. Weil dauernd auf dem Boden oder so ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen hatte ich mir was überlegt und das zeige ich euch einfach mal. Ich blende es euch hier mal ganz kurz ein. Also das, was wir heute machen. Genau. Ist nicht so schwer, solltet ihr auch schaffen. Deswegen. Gehen wir hier erstmal in eine Seitenansicht, rechts oder links, ist eigentlich wurscht. Dann nehmen wir unser Bleistift und zeichnen uns erstmal eine Basic Form erstmal. Also fangen hier an, gehen dann diagonal runter. Müssen wir darauf achten, ich denke mal so erstmal. Und dann müssen wir darauf achten, weil wir wollen es ja also als rechten Winkel haben quasi, müssen wir hier auch gucken, wenn wir das Modell später anlegen, dass wir dementsprechend auch diagonal hier ankommen. Deswegen nicht zu weit, sondern die Kacheln, wenn wir die jetzt runtergehen. Oh je, ist ein bisschen spät. Muss man ganz kurz schauen. Ja, hier, müsste hier sein. Genau, machen wir ungefähr hier, also damit wir ein bisschen Platz haben. So, das wollen wir jetzt natürlich nicht zumachen. Deswegen, wir gehen erstmal Rechtmaustaste, Punkt erzeugen, weil momentan haben wir das ja spitz. Das wollen wir ein bisschen flach haben, also ein bisschen abgerundet haben. Deswegen machen wir einen Punkt hier. Also drücken einfach rein, dann haben wir einen Punkt. Und genau, jetzt gehen wir hier auf Spline. Und können uns einen Typ auswählen. Deswegen, wir gehen auf Baseline und sehen, aha, es ist ein bisschen rund. So, dann gehen wir wieder raus. So, dann gehen wir unser Objekt, also unser ja, Objekt Modell Modus Live Selection Tool nehmen wir, anwählen unser Spline. Ester G, C und V. Dann haben wir es dupliziert. Dann packen wir uns das hier ein bisschen daneben. Ich denke, so ist okay. Können wir gleich noch anpassen. Dann gehen wir zu unseren NURBS, nehmen unser Loft, also Subdivision Surfaces nennt sich das ja. Ziehen, also haben die beiden, selektieren die beiden hier, ziehen die hier rein. Und jetzt haben wir, voilà. Ja, schon mal die Formen. Wir können uns das hier beliebig nochmal ziehen, wie wir wollen. Ich denke mal, so ist schon okay. So, jetzt, wie wir sehen können, ist es natürlich ganz flach. Das wollen wir nicht. Geben wir ein bisschen Tiefe. Und zwar machen wir Folgendes. Wir gehen erstmal auf Darstellungen, Guarda Shading Linien. Da haben wir die Linien erstmal. Dann wählen wir unser Loft an, drücken C, damit wir das editieren können. Gehen auf unser Polygonwerkzeug. Drücken dann Steuerung, also STG A, damit wir alles selektiert haben. Rechte Maustaste extrudieren und jetzt können wir uns irgendwo hinklicken und das einfach ein bisschen extrudieren. So, nicht zu doll, aber ich denke, so ist okay. Rennen wir mal kurz mal. Genau, jetzt sehen wir, okay, das sieht schon mal ganz okay aus. So, als nächstes machen wir uns einen Zylinder. Und zwar, ich hatte mir gedacht, gehen wir erstmal unser Modellmodus wieder, Live Selection Tool. Hatte ich mir gedacht, okay, das wird quasi, wenn wir das Modell draufstellen, so als Podest. Deswegen ziehen wir uns das klein.
Wir können auch mit der Maustaste in die Oben-Herdbeklebe gehen, dann können wir das ein bisschen mehr zentrieren. Ja, ich denke, so ist gut. Gehen wir mal in die Seitenansicht. Wir müssen natürlich gucken, dass das dementsprechend auch ein bisschen, ja, sage ich mal, diagonal ist. Deswegen drehen wir uns das natürlich auch ein bisschen. Na, Zylinder. So, ich denke, so ist in Ordnung. So sollte okay sein. So, jetzt haben wir das natürlich so in der Schwebe, das wollen wir nicht haben, deswegen machen wir uns das einfach ein bisschen, ziehen wir das ein bisschen länger. Und natürlich auch ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist okay. Nicht zu sehr. So. Ja, ich denke, so ist erstmal. So sollte es in Ordnung sein. So. Ja, okay. Jetzt, wenn ihr Lust dazu habt und ein bisschen Langeweile habt, wenn ihr jetzt nach unten geht, seht ihr natürlich, hier steht das ein bisschen hervor. Das ist eigentlich total Wumpe, weil wenn ihr das rendert, seht ihr das unten sowieso nicht. Aber wenn ihr Bock zu habt, zeige ich euch kurz, macht es einfach weg. Das heißt, wir gehen hier unter Zylinder, geben den erstmal ein bisschen ein paar Segmente in der Höhe. Umso mehr, umso besser quasi, weil dann könnt ihr halt ein bisschen mehr filigraner sein. So, dann drücken wir C. Dann haben wir das auch ein bisschen ja, editierbar gemacht. Dann gehen wir unser Polygonwerkzeug wieder und wählen uns einfach die Polygone an. Wir achten, wenn wir auf unser Live Selection Tool gehen, und zwar haben wir nur sichtbare Elemente selektieren, das wir aktiviert haben, dass wir halt da ein Häkchen haben. Aber wenn wir das rausnehmen und beispielsweise ich mache das hier mal, dann sehen wir, weil dann wird das ganze, die ganze Ebene selektiert. Quasi, also die ganze Seite sollte eigentlich gemacht sein, sollte eigentlich. Gehen wir mal demonstrativ in die Seitenansicht. Ah ja, genau. Da sehen wir es schon. Beispielsweise ich selektiere jetzt mal das hier alles. Wenn wir das, und jetzt sehen wir, auf beiden Seiten wurde es gleichmäßig selektiert. Und deswegen wollen wir das nicht haben. Das heißt, wir machen da wieder unser Häkchen rein. Klicken wir weg. Und gehen wir in die Seitenansicht. Und nehmen unser Selektion, ne, nicht Selektion, also ja, Selektionswerkzeug. Gehen auf Rechteck und ziehen uns dann Rechteck rein und gehen auf Löschen. Live Selection und dann. Ja, okay, machen wir gleich. Ah ja, genau, okay. Die Voransicht. Genau. Voilà, jetzt haben wir das. Ihr könnt es halt noch ein bisschen, ihr könnt es jetzt manuell noch machen, wenn ihr wollt, aber. Wie gesagt, um ein bisschen perfekt zu sein oder so, ist eigentlich, aber wie gesagt, völlig egal. Das dauert jetzt, wie gesagt, ein bisschen lange. Und wenn ihr jetzt eins selektiert habt und quasi jetzt was anderes gerade tut, drückt einfach STRG. Also wenn ihr STRG drückt und ihr hattet euch beispielsweise vertan, also zum Beispiel hier das selektiert, wollte weg haben, drückt STRG und dann könnt ihr hiermit das wieder rückgängig machen. Beziehungsweise, wenn ihr das habt und jetzt irgendwas gerade anderes macht oder sowas und ihr könnt mit Shift könnt ihr einfach andere Gegenden selektieren. So, aber gut, dazu, wie gesagt, könnt ihr machen, wenn ihr Bock habt, weil im Endeffekt interessiert es eh keinen. So, was aber jemand interessiert, und zwar, wenn wir das jetzt, also wenn wir hier jetzt quasi ein Modell draufstellen, dann rutscht es ja runter, im übertragenen Sinne, also im, ja. Deswegen wollen wir das natürlich verhindern, und zwar, wir gehen deswegen auf Werkzeuge, nee, sorry, auf Selektion, gehen auf Loop-Selektion,
gehen aber auf unseren Linienmodus und wählen die Linie hier an. So, jetzt gehen wir auf unser Live-Selection-Werkzeug, drücken, was ich gerade gesagt habe, STRG, und machen uns die obere Linie weg, sodass wir nur quasi so ja, die untere Seite haben. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass das ungefähr gleich ist. Ich denke so, das sieht schon mal gut aus. Können wir mal gucken. Ne, okay. Sorry, rechte Maustaste extrudieren. Ja, also nicht nach innen extrudieren, sondern ein bisschen nach außen extrudieren. Also nicht zu sehr halt. Ungefähr so. Und jetzt könnte das hochziehen, das Ganze. So, das ist okay eigentlich. Ja, sollte gut sein. Genau. So, jetzt machen wir noch ein bisschen mal, würde ich sagen, ein bisschen Detail rein. Also, ne, ist nicht extrem oder so, aber machen wir uns einen Würfel, gehen in unseren Modellmodus wieder, Live Selection Tool, und machen uns das flach, so als Ebene quasi. Und ziehen uns das Gute hier runter. So ungefähr. Also wieder zentrieren. Am besten so machen wir das. Machen wir das natürlich dünner. Ja, das sieht doch schon mal eigentlich ganz gut aus. Ziehen wir das nach oben. Ja, so ist es okay. Dann können wir das kopieren. Und dann machen wir das hier oben auch. Dann drehen wir uns das einfach nach Augenmaß. Muss jetzt auch nicht so perfekt sein. So. Und drehen wir noch ein bisschen. So, damit es einigermaßen gerade ist. Ja, okay. Muss jetzt, wie gesagt, nicht perfekt sein. Ja, doch, aber das ist doch eigentlich ganz okay. So, genau. Voilà. Jetzt haben wir an sich schon mal den Ständer. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir uns noch mal eine kleine Szene. Und zwar nehmen wir uns, wo haben wir das? Eine Ebene. Die Ebene ziehen wir uns erstmal ein bisschen größer. Ungefähr so. Dann nehmen wir uns ein Bend-Tool. Also den Lightroom, den verlinke ich euch auch. Also beziehungsweise habe ich schon mal vor einiger Zeit auf meiner Webseite hochgeladen. Könnt ihr euch kostenlos downloaden. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Und deswegen nehmen wir das Biegen-Tool und werden das erstmal auf 90 Grad bringen, die Stärke. Dann machen wir hier das auf 0. Dann ziehen wir das. Nö, das ist okay. Und wir ziehen es jetzt aber ein bisschen länger, ist eigentlich egal. So, und drehen tun wir das natürlich auch noch ein bisschen. So ist es okay. So, dann packen wir die Ebene unter, also das Biegen, den ja, Transformer unter den, also Deformer, sorry, unter die Ebene. Jetzt hat sich das halt natürlich verbogen. Jetzt, wenn wir sehen, ist ein bisschen low poly, sorry, ist ein bisschen spät. Deswegen machen wir hier ein bisschen ein paar Segmente nochmal rein. Und zwar die Ebene machen wir auf beispielsweise mal 200 mal 200. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir den Deformer hier natürlich ein bisschen verschieben.
Ungefähr so. Dann selektieren wir den Lauf bis zu Würfel, drücken wir STRG, sorry, Alt und G, dann haben wir das kopiert. Dann können wir uns das ein bisschen drehen, ungefähr so. Gucken mal, dass wir das gut einfangen. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen länger machen. So. Wenn wir uns jetzt ranzoomen, müssen wir natürlich darauf achten, dass, ja, wir wollen hier natürlich geschlossen haben. Deswegen, wir nehmen unsere Ebene, ziehen das ungefähr hier. Ja, so ist doch okay. Jetzt, ja, kann man schon ganz gut sehen. So, ich werde es jetzt rendern, weil es halt als Display gilt mit Redshift. Ihr könnt aber im Endeffekt, egal welche Tools nehmen, Redshift sieht halt ein bisschen besser aus. Deswegen machen wir Material, Material. Obwohl, nee, machen wir ein anderes Material. Das verlinke ich euch auch, beziehungsweise habe ich euch schon verlinkt vor einiger Zeit mal. Könnt ihr euch, wie gesagt, auch kostenlos downloaden. Und zwar habe ich hier einen gesonderten Boden, die Floor-Textur. Ist im Endeffekt nichts Spannendes. Ist im Endeffekt einfach nur eine Textur, also ein Bild hier von diesem Design, sage ich mal. Das gibt es ein bisschen Ramp, also quasi ein bisschen Textur. Genau, und ein bisschen die Farbe wurde halt ein bisschen angepasst. Also habe ich ein bisschen dunkler gemacht. Deswegen würde ich hier rauf. Wenn wir jetzt, wir machen mal Redshift Render Preview, dass wir das in live halt rendern können. Jetzt sehen wir, es ist natürlich sehr groß, das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir gehen hier auf unsere Textur, sorry, gehen auf Objekt, hier auf unseren Shader Ball, gehen dann von Projektion auf Quader. Jetzt sehen wir, ist es natürlich ganz fein gerendert. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass das nicht ganz auf dem Boden liegt. Das heißt, wir rechte Maustaste, obwohl ist eigentlich ganz gut getroffen. Aber trotzdem. Null Objekt. Ziehen das Ding ein bisschen weiter runter. Ist eigentlich egal, ob das auch ein bisschen im Boden drin ist. Ja, machen wir so. Perfekt. Wieder die Ansicht. Machen wir das ein bisschen. Ja, okay. So, und jetzt kommt das Spannendste. Und zwar die Textur des Ständers. Ich mache den mal ganz kurz mal weg. Und zwar machen wir, also ich verlinke euch das trotzdem, machen wir aber mal das ganz schnell. Und zwar Redshift, Material, Material. Klicken wir drauf, machen als Material, also gehen in unseren Base Properties. Bei Presets können wir uns eigentlich irgendwas nehmen, was euch gefällt. Ich finde Gold immer ganz cool. Nehme ich eigentlich immer. Und packt es hier auf unser Nullobjekt. Jetzt werden wir das rendern. Ups, müssen wir natürlich noch ändern. Und zwar gehen wir Render voreinstellen, Renderer, Redshift. Wenn wir das rendern, sehen wir natürlich. Okay, also gut, Lighting müssen wir noch machen. Machen wir vielleicht ganz kurz. Und zwar gehen wir auf Redshift wieder, Lights, mache ich immer ein Dome Light. Nehme ich immer mein HDI-Paket, habe ich euch, wie gesagt, auch kostenlos verlinkt. Das sind, ich glaube, 600, 700 Dateien, 600 oder 700 MB Dateien, also sind alles 4K-Aufnahmen, also ziemlich cool. Könnt ihr euch irgendwas aussuchen? Ich müssen wir uns ein bisschen über gucken, was passt. Ich glaube, wir nehmen uns jetzt diesen Carpentry Shop.
ziehen uns den hier rein. Und wenn wir das jetzt rendern, sehen wir schon mal, also abgesehen von den Schatten, das können wir gleich ändern. Ja, ist es halt ein bisschen perfekt, zu perfektes Gold. Also das ist schon mal ganz okay, aber gefällt mir noch nicht ganz. Deswegen machen wir uns da so ein bisschen so einen Fettfilm quasi, so als ob man das anfasst mit den Händen und ist ganz fettig, weil nichts ist ja so perfekt. Deswegen am besten könnt ihr euch was googeln, ist eigentlich egal. Ich mache das auch mal kurz. Gut, ich habe jetzt gerade mal pausiert und auf Google geschaut, aber ich konnte jetzt nichts Gutes finden, was jetzt. Was, also, ich konnte jetzt nichts finden, was jetzt ohne Wasserzeichen irgendwie passen würde oder sowas. Deswegen gucken wir mal einfach bei mir in der Datei mal nach. Und zwar gehen wir unter Textur, Texturen. Da war nämlich was ganz Cooles, und zwar, was eigentlich ganz gut gepasst hatte, das habe ich mal getestet. Und zwar entweder das, schauen wir mal. Ja, okay, gucken wir mal, ist eigentlich egal, können wir gleich wieder ändern. Ist so ganz easy. Also, wir machen das per Drag and Drop. Könnt irgendwie mal was suchen, ich konnte wie gesagt auf der Schnelle nicht finden. Ja, wie gesagt, guckt mal nach, wenn ihr wollt. Ansonsten ist eigentlich egal, was ihr auch nimmt. Und sieht eigentlich beides alles ganz cool aus. Dann nehmen wir uns hier googeln, also nicht googeln, sondern hier gehen wir in das Suchfenster rein und geben Ramp ein. Ziehen uns das dann hier hin. Ramp ist quasi so das Äquivalente zum Relief. Das heißt, das ist halt ein bisschen die Textur. Das gibt halt ein bisschen die ganze Struktur und sowas. Deswegen, wir gehen hier auf Input. So, also das ist das Blaue ist das der, wo es reingeht, also Input. Und hier auf der anderen Seite geht es halt raus. Also da müsst ihr halt gucken, wie das halt andere Layer, ja. Was für einen Effekt es bringt. Dann geht ihr hier auf die andere Seite, also wo ihr das mit ihr so ein per Drag and Drop zieht, ihr dann einfach so eine Linie, geht dann auf blau hin und da wird die, also könnt ihr halt verschiedene, ihr könnt euch gerne mal durchtesten, könnt gerne mal probieren, also das finde ich immer ganz cool, immer so ein bisschen ausprobieren. Was wir jetzt aber machen wollen, sorry, also es geht mal. Was wir jetzt machen wollen, ist natürlich die Reflexion beeinflussen, deswegen auf Reflection, dann die Roughness. Und wie wir sehen können, gibt es hier schon mal ein bisschen, also ein bisschen, ja, quasi Textur, gibt es ein bisschen, ja, die Textur, was aber jetzt nur die Reflexion beeinträchtigt. Deswegen, wenn wir das jetzt mal rendern, und zwar dauert einen Moment. Sehen wir, okay, jetzt hat sich da was getan. Das ändern wir mal kurz, weil das ist ein bisschen langgezogen. Deswegen gehen wir kurz auf Ihr Objekt, auf unseren Gold, unsere Goldtextur. Gehen auf von der Projektion von UVB-Mapping, gehen auf Quader. Wenn wir das jetzt nochmal rendern, sehen wir schon mal, aha, okay, das sieht schon mal, ja. Okay aus, würde ich sagen, ist jetzt nicht so toll. Deswegen machen wir einfach mal eine andere Textur rein. Deswegen wir gehen auf unseren hier auf unseren Nav, also unser Bild quasi. Dann ziehen wir es ein bisschen raus. Gehen auf die drei Punkte, dann können wir die auch ändern. Das heißt, wir nehmen uns einfach ein anderes Bild, können dementsprechend, wie gesagt, ein bisschen ausprobieren. Und zwar gucken wir mal. Ja, okay, das sieht schon mal auch ganz cool aus. Also was prinzipiell, worum es geht, ist, das heißt, es geht immer nur nach Schwarz und Weiß. Also wenn ihr jetzt sowas habt wie in diesem Bild, wo ihr ein weißes Objekt habt,
seht ihr ja, hat es diese Spuren, und wenn es ein dunkles Objekt hat, ist es halt einfach die Reflexion an sich, also die normale Base-Textur, also das normale Base-Color, also Gold. Das können wir auch jetzt mal ändern, und zwar, das kann ich euch da ganz gut zeigen. Machen wir mal kurz Render-Preview an. Und zwar, genau, seht ihr momentan, das ist wirklich sehr shiny, also das leuchtet, das ist halt einfach, entweder wir haben halt diese Spuren oder es ist halt perfektes Gold. Das können wir hier ändern, wenn wir bei Ramp gehen, haben wir hier, was ich gerade gesagt habe, schwarz oder weiß. Deswegen, das Weiße ist halt die Roughness und das Schwarze ist halt die Base. Farbe. Wenn wir das jetzt ein bisschen ändern, also jetzt nicht alles weiß machen, aber beispielsweise ein bisschen grau gehen, dann sehen wir, okay, das ist nicht perfekt Gold, sondern das ist halt auch so ein leichter Schleier. Da könnt ihr das auch ein bisschen beeinflussen. So, was ich jetzt aber machen werde nochmal, und zwar, ich finde es immer noch nicht so perfekt. Suchen wir was anderes aus. Und zwar hatte ich nämlich auch was anderes gefunden. Also schon vor, ja, also wie gesagt, beim Testlauf. Manchmal ist mir das untergegangen. Ich schau mal vielleicht. Okay. Machen wir erstmal natürlich nochmal die Ramp. Ich finde es immer ganz cool. Ich finde es halt cool, wenn es sehr shiny ist. Machen wir es schwarz. Okay, das war jetzt nicht so. Na, komm schon. Texturen, wo hatte ich das denn? Bin ich ein blöd immer? Metall jetzt nicht. Liquid. Nee, okay. Metall, nee, Metall nicht, nee. Okay, ich versuche nochmal, wenn ich nicht finde, seid mir nicht böse. Da, so, ach, blöd, okay. Gut, ich war halt blind. Deswegen, ja, hier seht ihr, das finde ich nämlich ganz cool, dass es so Schleier hat. Wenn wir das jetzt mal fertig rendern. Finde ich ganz cool, dass es entweder halt perfekt ist. Kann man so als so auch genervt sehen, so als Design halt. Also finde ich ganz cool, muss ich echt gestehen. Ihr könnt, wie gesagt, Fingerabdrücke da machen. Das eigentliche Projekt, da hatte ich mal was gefunden gehabt. Das stelle ich euch in die Videobeschreibung rein. Da ist es wirklich so nach Fingerprint sieht es aus. Also, wie gesagt, hier, das ist einfach eine Textur, weil ich gerade nichts anderes hatte. Dann machen wir das mal ein bisschen noch mal grauer. So. Und rennen wir noch mal ganz kurz. Ja, okay. Ja, das sieht auch schon mal ganz nett aus, würde ich sagen. So, okay, ich habe noch mal bei mir geschaut. Ich glaube, habe jetzt doch was Cooles gefunden. Also was hat so ein bisschen auch verwischt aussieht hier. So, jetzt ist halt das Folgende. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz hier zurück. Also, wenn ihr das jetzt quasi euer gefunden habt, eine Textur, wenn ihr das jetzt rendert, so war es bei mir zum Beispiel, seht ihr hier, weil die Textur halt einfach zu klein ist, dass ihr das halt immer nach so perfekten Abständen quasi wiederholt und das sieht dementsprechend ja ein bisschen blöd aus. Deswegen könnt ihr hier mit den UVs könnt ihr halt spiegeln, beziehungsweise könnt ihr halt die Textur verändern. Als wenn ihr beispielsweise U und V Häkchen reinmacht und ihr rendert das, dann seht ihr, dass es halt ein bisschen sich halt verschoben hat, sage ich mal. Und jetzt sieht das natürlich ein bisschen cooler aus. Ihr könnt es halt ein bisschen rumspielen mit den Werten, wie gesagt. Ich habe es ein bisschen nicht schwarz genommen, so ein bisschen ins Graue rein. Also nicht ganz schwarz, aber schon ein bisschen fast schwarz. Und das finde ich ganz cool. Genau. Und wie gesagt, könnt ihr euch da ein bisschen austoben mal. Könnt auch was anderes nehmen. Das ist eigentlich egal. Nur ich finde das halt ganz cool. Soweit der Look.
Weil, wie gesagt, was ganz Perfektes gibt es hier im Echt jetzt nicht. Also, das sieht halt, wie gesagt, so ein bisschen ganz cool aus. So, der andere Punkt ist, und zwar, da mache ich jetzt mal den Render-Preview wieder. Und zwar, wenn wir unseren Live-View nehmen, sehen wir, weil wir ja ein Dome-Light genommen haben, was quasi sehr gelb ist, sage ich mal, haben wir dementsprechend auch, dass es halt einen gelben Schimmer hat. Deswegen können wir das ändern, wenn wir hier auf die Gamma-Werte gehen. Das heißt, wenn wir beispielsweise mal auf die, also können wir die Sättigungen können wir ändern. Heißt, ich mache das natürlich immer ganz gerne realistisch, also weiß, sage ich mal. Deswegen die Sättigung auf 0. Und hier könnt ihr auch den, also könnt ihr auch den Farbton hier verstellen. Wenn wir hier beispielsweise Sättigung hoch machen, könnt ihr es auch suchen, hier ist es blau, lila oder andere Werte. Aber ich habe das ganz gerne 0 immer, weil dann haben wir es eigentlich weiß. Und hier Exposure ist, das heißt, ist quasi Helligkeit. Die könnt ihr jetzt natürlich ganz hoch stellen oder ganz niedrig stellen. Ich habe es halt immer so ein bisschen heller, sage ich mal, weil das gibt den Ganzen ein bisschen so Studio Light mäßig. Finde ich nämlich immer ganz cool. Und jetzt gucken wir mal, wie es ausschaut. Finally. Ja, finde ich, sieht doch schon mal ganz cool aus. Muss ich sagen, ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Jetzt könnt ihr halt einfach eure Dinge da ausstellen. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Ich meine, wenn euch das jetzt die allgemeine Szene jetzt nicht gefällt mit Schatten und sowas, dann könnt ihr im Endeffekt euer eigenes Licht machen oder ihr könnt es den Lightroom nehmen, den ich da auf meiner Webseite verlinkt habe. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung könntet ihr euch downloaden. Da habe ich auch kein Domelight genommen, sondern einfach verschiedene Lichtpunkte genommen, die halt verteilt sind. Sieht halt auch wesentlich cooler aus nochmal, weil ich natürlich noch ein bisschen mehr Zeit investiert hatte. Ihr könnt aber auch alles andere reinkopieren. Ihr könnt auch keine HDMI-Bilder, könnt auch einfach andere Bilder reinkopieren oder sowas. Ist eigentlich total wurscht. Eigentlich voll Wumpe. Macht wie gesagt, was euch gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, war es das schon mal mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Modell findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung nochmal zum Downloaden. Genauso wie alles andere, Texturen. Ihr könnt auch generell mal gucken in der Videobeschreibung, da habe ich echt coole Sachen verlinkt. Ja, andere Modelle, Lichtschwertmodelle, also wirklich auch Dinge, wo ich wirklich viel Zeit investiert habe und dementsprechend qualitativ ein bisschen besser ist. Wie gesagt, alles kostenlos, könnt ihr euch downloaden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem freuen. Gebt mir ein Like. Abonniert mich auf jeden Fall, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Aktiviert die Glocke. Ihr könnt das ganze Blabla, ja. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch irgendwie ja, Fragen habt zu irgendwelchen Tutorials oder ob ich irgendwas erklären soll, machen soll, Speedruns machen soll. Mir egal, ich mache alles, was ihr wollt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.